Ja, ich möchte euch heute mal die bunten Benthamer Schweine bei uns auf der Weide zeigen, wie die bei uns so gehalten werden und was sie für ein glückliches Schweineleben haben. Die sind halt tagsüber bei uns hier im Auslauf. Gut, der Auslauf ist eine Weide. Zumindest im Sommerhalbjahr haben die Weidegang. Und sonst sind die im Offenstall, im Strohstall untergebracht. Und die Sauen sind auch bei uns auf dem Hof in Außenklimastellen untergebracht. In der Freilauf-Abferkelbucht. Ja, wir haben ungefähr 100 Benthamer bei uns auf dem Hof. Das Futter wird natürlich auch bei uns auf dem Hof angebaut. Und wir füttern GVO-frei. Und ich baue ein Erbsen-Hafer-Gemenge an. Und ja, was ohne Spritzmittel wächst. Und das kriegen die Benthamer Schweine. Und da werden dann nur Mineralstoffe zugesetzt. Und dann haben wir damit ein super Futter, wo wir gesunde Tiere mit haben. Ja, hier stehen wir gerade auf dem Feld, wo das Futter für die Benthamer Schweine wächst. Und hier sehen wir halt Erbsen und Hafer, was zusammen im Gemenge steht. Hier sieht man halt die Erbsen. Und der Hafer hat halt die Aufgabe, zum einen, dass er die Erbsen stützt, damit die nicht umfallen, weil die sonst bei schlechtem Wetter zur Ernte hin ganz platt am Boden liegen. Und der Hafer ist natürlich auch ein gutes Raufutter für die Schweine, was sie sehr, sehr gerne fressen.